Tim LP. Hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zum neuen Video hier auf Tim LP zu einer neuen Folge meines LS22 Oldtimer Projektes hier auf The Old Stream Farm. Ja, und wir sind hier zurück von meiner Scheune, also von meinem Stroh- und Heulager. Hier steht der Lanz D6006A, hinten der Ladewagen. Und ich bin zurück aus meinem Kurzurlaub. Ich war mit meiner Freundin zusammen, mit unserem Wohnmobil waren wir an der Nordseeküste unterwegs. Sind heute wiedergekommen, es ist Sonntagabend und ich wollte noch eine Folge aufnehmen, damit ihr morgen früh was zu gucken habt. Das heißt, was heißt morgen früh? Damit ihr am Montag was zu gucken habt, nehme ich euch jetzt noch eine Folge auf. Ich hatte eigentlich mehr vorproduziert, zumindest eine Folge mehr vorproduziert. Die, da ist aber OBS, mein Aufnahmeprogramm, hat sich dazu entschlossen, seinen Dienst mitten in der Aufnahme zu canceln. Das war ein bisschen bitter. Ich werde euch erzählen, was ich in der Aufnahme gemacht habe. Und zwar habe ich auf Feld 41 weiter das Stroh gesammelt mit dem Ladewagen hier. Da ist jetzt noch einiges an Stroh weggekommen. Es liegt dann noch ein bisschen was. Das wollte ich heute in dieser Folge mit euch wegmachen. Und ich wollte mal kurz was dazu sagen, was ich in den nächsten Folgen vorhabe. Und nochmal ankündigen, es gibt jetzt die nächsten Tage ein Video, wo ihr mich sehen werdet, wo ich euch ein bisschen was über meinen Sendeplan, wenn man es so nennen will, auf dem Kanal erzählen möchte, weil es gibt eine Änderung. Keine Angst, Oldtimer-Projekt wird es weiterhin geben und es wird noch mehr Oldtimer-Projekt geben, aber das werde ich im Extra-Video erwähnen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen jetzt mal los. Ich habe gesehen, ihr habt fleißig kommentiert. Sorry, ich habe noch nicht alle Kommentare gelesen. Ich habe im Urlaub das Handy weggelegt und wollte mich wenig oder eigentlich gar nicht mit YouTube beschäftigen und auch gar nicht mit Social Media und so. Und deswegen, ich habe gesehen, dass ihr fleißig kommentiert habt. Danke dafür. Danke, dass ihr das Projekt so feiert. Danke für die ganzen Abos, danke für die ganzen Likes. Aber ich habe mir jetzt eure Kommentare nicht komplett durchgelesen. Ich habe nur gesehen, es wurde geschrieben, dass es ein schöneres Heu- und Strohlager gibt als dieses. Das kann sein. Ich habe jetzt noch keins entdeckt. Ich finde, das passt aber extrem gut zum Hof. Dann wurde gesagt, wenn man V drückt, glaube ich, beim Bauen, dann hat man das Problem mit dem Abständig. Das werde ich, danke für den Tipp. Das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und es wurde gesagt, dass das vorhandene Getreide- oder Frucht-Multifruchtlager da vorne auch Stroh annimmt. Das werden wir jetzt mal gucken. Aber als allererstes fahren wir zu Feld 41 und werden dann mit unserem schönen Ladewagen, den ich richtig feiere, das restliche Stroh einsammeln. Und das machen wir, wie gesagt, in dieser Folge. Und bevor wir jetzt dahin fahren, kurze Eigenwerbung, ihr kennt es. Wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne kostenlos diesen Kanal abonnieren, um nichts weiteres zu verpassen. Und falls euch die Videos gefallen, dürft ihr mir auch gerne ein Like da lassen und Kommentare sind auch gern gesehen. Wie gesagt, ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch und versuche noch jeden einzelnen Kommentar auch irgendwie zu beantworten oder darauf zu reagieren. Noch klappt das. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es in Zukunft, wenn das so weitergeht wie es bisher, dass es in Zukunft auch immer noch so ist, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, jetzt fahren wir mit diesem schönen Lanz mal wieder zu Feld 41. So, ich schalte jetzt mal die Gruppe hoch. Ich habe es in den letzten Folgen schon gesagt. Gruppe 1 bis 3 sind die Ackergruppen. Und Gruppe 4 bis 6 sind die Straßengruppen hier bei dem Lanz. Und dann hat jede Gruppe noch 3 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Ich habe auch schon gesehen, der LS Oldtimer arbeitet schon wieder an der nächsten Mod. Muss man eben kurz gucken. Ich glaube, mein Lenkrad ist nicht so optimal eingestellt. Ich habe manchmal Probleme mit den Lenkrad-Einstellungen, dass die sich zurücksetzen. Das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, ich habe eine relativ große Todzone. Also ich bin jetzt hier in neutraler Position von dem... Ey. Ihr habt es gesehen. Ihr habt mir die Vorfahrt genommen. War ich auf der Vorfahrtstraße? Nee, brauchst du gar nicht hupen, mein Freund. Das wollen wir jetzt mal kontrollieren. Ah, scheiße, ich glaube, er hatte Vorfahrt. Ist das keine Vorfahrtstraße hier?
Nee, hier ist kein Schild. Nee, dann war es rechts vor links. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mein Freund. Nee, nee, ich habe was gesagt. Hier, Stoppschild. Und so sieht es nämlich aus. Ihr habt es gesehen, der ist einfach durchgefahren, der Bengel. Der hat nicht hier gehalten, 21, 22, 23 und fahren. Der ist einfach durch, der hat einfach durchgezogen. Ja, ich guck nochmal eben. Ja, zum Glück ist hier nichts an meinem Lanz passiert, mein Freund. Da machst du eh keine Beule rein mit deinem Wagen. Dafür ist der Lanz viel zu massiv. So nehme ich. So, ich habe einen relativ großen Todpunkt. Ihr seht, ich bin gerade in Neutralstellung mit dem Lenkrad. Und ich muss 3 bis 5 cm erstmal zur Seite legen, damit sich überhaupt was tut. In der Folge wird das jetzt so klappen. Ich versuche jetzt hiermit zu arbeiten. Das wird auch nicht chaotischer als meine sonstigen Fahrkünste hier. Aber das ist manchmal so. Ich habe einen Trustmaster T150. Und das verstellt sich manchmal. Also ich muss dann eigentlich wieder in die Einstellung gehen und das anpassen mit dem Todpunkt. Das steht, glaube ich, jetzt auf 14%. Normalerweise soll das auf 1% stehen. Dann funktioniert das richtig gut. Aber stellt sich manchmal um. Also wer von euch einen Trustmaster T150 hat, ist das bei euch auch so? Und ich muss mein Lenkrad dann ab und zu mal, wenn ich Rechner neu gestartet habe und wieder LS spielen will, muss ich es einmal rausziehen, den USB-Slot, also den USB-Stecker und wieder einstecken, damit es läuft. Ja, aber sonst ist ein gutes Lenkrad. Preis-Leistung, super toll. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Passt auf. Alte Linie anhalten. 21, 22, 23 ist es frei. Wir können fahren. So nämlich. Nicht anders. Der Rowdy von eben. Ist er mir einfach hier einen Schlepper gefahren. Ich glaube, es hackt. Oh Mann, ey. Aber obwohl das mit dem Todpunkt ist sau bescheuert gerade. Aber gut, ich habe jetzt keine Lust, die Aufnahme zu unterbrechen. Ich bin gerade so wieder in meinem Laberflow. Ja, ich habe keine Lust, die Aufnahme zu unterbrechen. Für diese Folge wird es reichen. Ja, was machen wir in den nächsten Folgen? Also, wir werden dieses Feld hier einsehen. Uiuiui, das war wieder knapp. Wir werden dieses Feld hier einsehen, weil ich alle Felder bestellt haben möchte. Also alle Felder eingesät haben möchte, damit wir im nächsten Jahr gut was zu ernten haben. Also bevor es dunkel wird, wir befinden uns schon dunkle Jahreszeit. Wir befinden uns schon im September. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich spiele mit einem Tag eine Jahreszeit oder einen Tag ein Monat, so rum. Und ich mache erst das Feld hier fertig, die 41. Und dann geht's auf Weide, Leute. Dann geht's auf Weide. Und zwar mit dem Porsche und dem Mähbalken. Und Schwader und Wender. Also erst Wenden, dann Schwaden. Ja, seid gespannt. Ich bin gespannt, ob unsere Mähtechnik funktioniert. Aber das seht ihr in wahrscheinlich der übernächsten Folge. So. Pickup senken. Ladewagen ist an. Wie gesagt, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Ich würde es feiern, wenn man das Stroh da hochtransportieren sehe. Also wenn man das sehen würde, wie das hochtransportiert und da reinfällt. Das sieht man leider nicht, aber ist trotzdem ein richtig cooler Ladewagen. Und, oh, was ich gerade sehe, seht ihr die Hydraulikschläuche? Wenn ich jetzt mal nach rechts einlenke, da werden die ein bisschen auseinandergedehnt, wie Kaugummi. Sollte jetzt nicht der Fall sein, normalerweise, aber mein Gott, ist jetzt halt so. Ja, falls ihr den Ladewagen auch haben wollt oder auch andere Mods hier aus meinem Oldtimer-Projekt, guckt einfach mal hier in der Videobeschreibung. Da ist ein Link zu der Modliste und da findet ihr jeden Mod, den ich hier verwende. Und ich habe jetzt schon mehrere Mods wieder gefunden, auch selber entdeckt. Ich suche immer selber nach Mods und Marvin, ein treuer Zuschauer, Grüße gehen raus. Er schickt mir auch immer Links zu, falls ich einen Mod übersehe. Ja, und jetzt habe ich schon wieder einige neue Mods. Die findet ihr nicht in der Modliste, noch nicht. Ich werde da nochmal ein Video raushauen, wenn ich die Modliste aktualisiert habe. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Die nächsten Tage, wahrscheinlich diese Woche noch.
wird ein Video kommen, da stelle ich kurz vor, welche neuen Mods es gibt, also in der Modliste. Also ich stelle nicht alle neu vor, aber ich zeige euch so ein paar Mods, die da reingekommen sind, und dann wird die Modliste auch aktualisiert. Und wenn ich die Modliste aktualisiere, schreibe ich immer das Datum drüber, damit man genau weiß, welche Mods dann in der Version 1.0, 2.0 und so dazugekommen sind. So, soll ich das hier noch mit einsammeln, den kleinen Einkram? Eigentlich ist das egal, oder? Eigentlich... Ja, da hatte ich die Strohablage aus. Aber wir haben jetzt schon wieder 41% drin. Es nervt mich. Die letzte Aufnahme ist nämlich richtig gut geworden. Von meinem Kurzurlaub. Es nervt mich halt, dass OBS da abgeschmiert ist. Das ist echt ärgerlich. Ich wollte auf jeden Fall vorproduzieren. Ja, okay, hier, das können wir nicht aufsammeln. Das geht nicht. Also haben wir eigentlich alles hier aufgesammelt. Ja. Doch, ist alles aufgesammelt. Ja, hier noch ein bisschen was. Aber das lasse ich liegen. So, das Feld machen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall fertig. Das heißt, wir werden hier kalken, grubbern. Ich muss mal gucken, ob ich jeden Arbeitsschritt hier zeige. Mal sehen, mache ich mir nochmal Gedanken zu. Ich nehme jetzt erstmal die eine Folge auf. Was ich auf jeden Fall cool fand, ich habe euch ja gefragt, ob ihr den Ladewagen oder die Presse sehen wollt. Dann habe ich mich doch dazu entschieden, für den Urlaub direkt mehrere Folgen hintereinander aufzunehmen. Das heißt, ich konnte gar nicht auf eure Antworten hier reagieren. Aber die meisten haben zum Glück Ladewagen geschrieben und ich habe mich ja auch für den Ladewagen entschieden, losgelöst von euren Antworten. Das war ja ein glücklicher Zufall an der Stelle. Ja, also ich werde versuchen, immer in der letzten Folge, die ich aufnahme, Fragen zu stellen. Ich nehme ja immer, ich habe es ja schon mal gesagt, ich nehme mehrere Folgen hintereinander auf. Und ja, ich werde versuchen, in der letzten Folge, die ich dann im aufnehme, Fragen zu stellen, wo ihr dann drauf eingehen könnt und wonach ich mich dann richte. Weil es nützt ja nichts, wenn ich euch Fragen stelle und das eh nicht einfließen lasse in der nächsten Folge, weil ihr wisst schon, was ich meine. Ich mache das gerade zu kompliziert. Ist ja auch Sonntagabend. Ich bin schon Matsch im Kopf. Ich bin heute 500 Kilometer mit dem Wohnmobil gefahren. Nonstop. Ohne Pinkelpause. Einfach durch. So wird's gemacht. Ja. Aber war ein schöner Kurztrip. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wer von euch ein Wohnmobil hat oder wo die Eltern Wohnmobil haben oder wer gerne campen fährt, die Leute wissen, wovon ich rede. Campen ist einfach grandios. Besonders mit dem Wohnmobil, mit dem Camper. Super geil. So, ich habe auch tatsächlich schon, da waren wir mit dem Wohnmobil an der Mosel auf dem Campingplatz, da kam ein älterer Herr an mit seiner Frau mit dem alten Hanomag, ich glaube ein Robust 800 oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas, kam aus Köln und die haben dann mit ihrem Wohnwagen gezogen. Die sind damit bis an die Mosel gefahren. Also ja gut, wenn man Zeit hat, ne, dann kann man das mal machen. Wäre mir tatsächlich ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. So, jetzt fahren wir auf den Hof. Die Folge wird heute auch ein bisschen kürzer. Dafür werden die anderen Folgen wieder Normallänge sein. Also was heißt Normallänge? Normallänge ist so zwischen 20 Minuten und halbe Stunde, hat sich rauskristallisiert. Ja, aber seid gespannt. Wie gesagt, es kommt noch ein Video, wo ich eine kleine Änderung über den Content hier auf meinem Kanal preisgeben werde. Ich hoffe mal, ihr findet es gut, was ich da vorhabe. Es wird auf jeden Fall mehr Oldtimer-Projekt geben. Soweit, das kann ich schon mal sagen. Und ich glaube, das werdet ihr feiern. So, weil Hauptcredo ist, ich mache auf dem Kanal, was mir gefällt. Natürlich ist es da, also Oldtimer-Projekt macht mir mega Spaß. Und das Schöne ist, es bringt auch die meisten Aufrufe noch. Das heißt, das, was mir am meisten Spaß macht, bringt auch die meisten Aufrufe. Das ist ja schon mal schön. Aber ich würde auch, wenn mir was anderes mehr Spaß macht und weniger Aufrufe bringt, dann würde ich das machen. Muss ich auch ganz klar sagen. Aber dazu kommt noch ein Video. Dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. So, jetzt wollen wir mal gucken. Überladen starten.
Kann ich hier wirklich Stroh abladen? Hat er das jetzt genommen? Ich bin auch ein Vogel. Ich muss mal eben gucken. Hätte ich gar kein Strohlager bauen müssen? So, gucken wir mal. Also, 651, merkt euch das. Jo, tatsächlich. Der lagert das ein. Ah. Also, das hätte ich auch. Dann hätte ich das Lager da oben gar nicht gebraucht. Ich lade das jetzt gleich mal hier ein. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob wir dann das Lager hier oben abreißen sollen und das Multifruchtlager unten nutzen. Also rein vom optischen her finde ich das schöner hier als Stroh- und Heulager. Aber es ergibt ja wenig Sinn, wenn das da unten auch Stroh annimmt, hier noch ein extra Lager zu haben, ne? Ist ja Quatsch im Endeffekt, ne? Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja, und da gucken wir einfach mal. Und wenn ich das hier abreißen würde, wäre das Stroh ja nicht weg, oder? Also wenn ich das abreißen würde, wäre das Stroh ja trotzdem aus Geisterhand in das andere Lager gekommen, oder? Wie sieht das aus? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ihr Schlauköpfe, ihr werdet das mit Sicherheit wissen. Und ja. Ich lerne das jetzt erstmal hier ab. Und dann stellen wir mal den Ladewagen weg und den Lanz. Und dann mache ich mir mal Gedanken, mit was für Gerätschaften ich in den nächsten Folgen an das Feld 41 gehe. Mit welchen Traktoren. Und ich habe vor, in den nächsten Folgen mir auch noch einen neuen Traktor zu holen. Seid gespannt, was das für einer sein wird. So, ich lade das jetzt hier ab. Sieht aber komisch blau aus, wenn man das ablädt hier, ne? Naja, jetzt nochmal einmal kurz gucken. Ja. Tatsächlich. Hat er genommen. So. Dann würde ich sagen, hier sind wir eh an dem Schleppdach. Dann können wir auch direkt den Überladewagen... den Ladewagen hier hinbringen. Und dann gucken wir mal. Uiuiui. Muss ich doch nochmal ein bisschen mehr einlenken. Achso, jetzt an der Nordsee. Ja, jetzt bin ich doof gefahren. Aber an der Nordsee war es ganz lustig. Da haben wir uns heute, bevor wir gefahren sind, noch einen Leuchtturm angeguckt. Und dann hatte da ein Bauer, weil der Leuchtturm sehr stark frequentiert wird von den Touristen, hatte der aus Gag so einen Strohballen da stehen. Und da waren so Gummistiefel dran geheftet. Also das sah so aus, als wäre einer damit eingepresst worden. War eigentlich ganz lustig gemacht von dem Bauern. Und vielleicht erratet ihr, wo ich war oder wo wir waren. Den Leuchtturm, den wir uns angeguckt haben. Es ist der Leuchtturm aus der alten Jever-Werbung. Das Jever-Bier. Das ist der kleine Tipp, den ich euch gebe. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo wir waren. So, den Ladewagen koppeln wir mal hier ab. Genau. So, und jetzt stellen wir den Lanz mal wieder in die Halle. Oi, oi, oi. Guck mal, ich fahre mal in der Innenansicht. Oh, der ist ein bisschen dreckig, ne? Nee, komm. So nicht. Ach nee, wir haben den Kercher... nicht mehr da vorne. In irgendeinem Landwirtschaftssimulator-Teil hatte ich den Kercher hier vorne auf der Map. So, den Hochdruckreiniger. Ich habe den hier weiter hinten. Diesmal. Ey, wir müssen den Lanz... Ich habe sogar den Dreck am Lenkrad. Das gibt's auch gar nicht. Hier haben wir den doch hingestellt. Zack. So, und die nächsten Tage. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, weil ich viel Arbeit zu erledigen habe. Aber ich werde mir die nächsten Tage mal eure Kommentare durchlesen, die so eingegangen sind, und werde darauf reagieren. Normalerweise mache ich das so, dass ich ein- oder zweimal die Woche gucke ich mir alle Kommentare an, wenn ich dabei bin. Und ja, kommentiere die auf jeden Fall. So, den stellen wir mal hier ab dann.
So. Ab in die Lanzhalle hier. Also, was heißt die Lanzhalle? Da habe ich zwei Lanz drin stehen. In der anderen steht ja auch noch ein John Deere Lanz. Und noch ein anderer Lanz. Ich glaube, wir haben mittlerweile, wenn wir den John Deere Lanz dazuzählen, hier vier Lanz Bullock in dem Projekt. Da werden aber noch mehr kommen. Da werden auch noch Glühkopf kommen. Wenn die vom LS Oldtimer als Mod veröffentlicht werden. So, Motor aus. Ja, in der nächsten Folge gehen wir auf Feld 41 und machen da weiter. Und dann schnappen wir uns mal einen anderen Traktor. Vielleicht den C-Tor. Ich hätte mal voll Bock auf den C-Tor. Den feiere ich richtig. Guckt euch mal die Details hier an. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der muss mal zum Einsatz kommen. So, falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Tim, macht's gut. Ciao. Yeah.